Hier mal ein kurzes Video zu dem Thema, meine Goji-Pflanze trägt keine Früchte. Ja, warum tragen Goji-Pflanzen teilweise keine Früchte? Das ist eigentlich sehr einfach und schnell erklärt. Und zwar gibt es sehr viele Sorten. Das sind nicht unbedingt immer Sorten, die man zum Anbau verwenden sollte, beziehungsweise die sich eignen, um hohe Erträge zu erzielen. Wir bauen seit 2004 Goji-Beeren an in Europa und inzwischen auch in Marokko. In Marokko haben wir aktuell Projekte mit über 200 Hektar und da kommen natürlich Pflanzen zum Einsatz, die sehr ertragreich sind und auch sehr schnell Früchte liefern. Unsere Erfahrung ist, dass unsere Pflanzen bereits im ersten Standjahr, teilweise 6 Monate nach der Pflanzung, bereits Früchte tragen. Und das im ersten Standjahr sogar bis zu 4 Kilo. Hier mal zu sehen eine Pflanze, eine Goji-Pflanze aus unserem Versandhandel. Das sind so die Größen, die wir auch verschicken. Und selbst diese Pflanzen, die regelmäßig zurückgeschnitten werden, damit sie einfach transportfähig sind, tragen reichlich Früchte, kann man hier ganz gut sehen. Das sind die Pflanzen, die Goji-Pflanzen, die wir selber verwenden und die wir natürlich verschicken. Wie man hier eben sehen kann, tragen diese Pflanzen reichlich Beeren, Goji-Beeren. Und nochmal, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, warum trägt meine Goji-Pflanze keine Früchte? Ja, wie gesagt, das Hauptproblem dabei wird sein, dass es sich um keine richtige Sorte handelt, sondern einfach um eine Nachzüchtung. Und dementsprechend können die Pflanzen eben keine Früchte tragen, beziehungsweise nur sehr wenig. Hier kann man es eben noch mal wunderschön sehen. Also nicht nur reife Beeren, sondern auch jede Menge grüne Beeren noch. Allein an dieser Pflanze sind nachher schon ein paar hundert Gramm Goji-Beeren. Und ja, Fazit der ganzen Sache ist eben, man sollte unbedingt bei Goji da nur auf die richtigen Sorten vertrauen. Das heißt, erprobte Sorten wie diese hier zum Beispiel, die auch auf den Plantagen in Marokko zum Einsatz kommen, ganz wichtig. Und als Info nochmal, wenn Sie diese Pflanzen bestellen möchten, wir versenden diese Pflanzen auch in kleinen Stückzahlen ab einer Pflanze an Privatpersonen. Sollten Sie Interesse an einer Pflanze haben, unter diesem Video in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu unserem Pflanzenshop. Da können Sie die Goji-Pflanzen bestellen. Die Lieferung erfolgt während der Pflanzzeit innerhalb von einem Tag, sodass die Pflanze auch sehr gut beim Kunden ankommt. Ja, das war es eigentlich zu dem Thema, warum trägt meine Goji-Pflanze keine Früchte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne dürfen Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, damit Sie in Zukunft kein neues Video verpassen. Vielen Dank!